Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. David Cronenberg hat in seiner langjährigen Regiekarriere etliche Kultklassiker geschaffen, aber wahrscheinlich ist in seiner gesamten Filmografie kein Titel dermaßen abgedreht, verrückt und wird demnach auch entsprechend kontrovers diskutiert wie Naked Lunch, was ich übrigens an dieser Stelle aus diversen Diskussionen und Kritikermeinungen extrahiert habe, weil ich Naked Lunch bis heute noch nicht gesehen habe. Der Film wurde im Jahr 1991 in Amerika produziert, lief dann damals über Jugendfilm tatsächlich auch in den deutschen Kinos, obwohl ich glaube, dass es den ein oder anderen Indikator gibt, dass es sich dabei nicht unbedingt um einen Jugendfilm handeln würde. Der Film dann allerdings in erster Linie im deutschsprachigen Raum mit einer Altersfreigabe ab 16 Jahren gesegnet war. Aber der Film wurde damals dann natürlich auch auf Videokassette, auf DVD und auf Blu-ray veröffentlicht. Aber bis heute warteten wir auf ein Debüt als 4K UHD. Und das gibt es jetzt. Aber nicht einfach nur irgendwie so, sondern diese UHD-Premiere ist eine Zusammenarbeit zwischen dem deutschen Label Turbine bzw. Arrow Films, die sich eben gemeinsam um den Scan und die Restauration des Ausgangsmaterials gekümmert haben, und während Arrow das Ganze im englischsprachigen Raum und ich glaube auch in Amerika, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, als Schuber mit Keepcase veröffentlicht hat, bietet uns Turbine im deutschsprachigen Raum, ich glaube es waren 4 verschiedene Mediabooks, und bei Arrow bekommen wir nur einen einfachen Single-Disc-Release, wo der Film einfach nur als 4K UHD enthalten sind, weil Arrow auch grundsätzlich nichts von diesen Dual-Format-Editions haltet. Da ist Turbine im deutschsprachigen Raum allerdings fährt ein ganz anderes Kaliber auf. Hier bekommen wir die Information, dass auf der ersten Seite eben die UHD-Premiere hier mit einer brandneuen 4K-Restauration vom Originalkamera negativ erfolgt ist, die unter der Aufsicht von David Cronenberg und dem Kameramann Peter Suschitzky erfolgt ist, dass die UHD natürlich mit HDR und Dolby Vision ausgestattet wurde. Das ist allerdings zusätzlich zu den beiden Discs mit dem Film als Blu-ray beziehungsweise als UHD dann auch noch über 5 Stunden an Bonusmaterial gibt. Das ist eine 4:3 Open Mat Version gibt, das auch mit der Doku William S. Burroughs A Man Within eine spielfilmlange Dokumentation mit an Bord ist und dass es ein 48-seitiges Booklet gibt. Ich glaube, in Sachen Booklet-Umfang hat Arrow wieder gewonnen, alles andere steckt sie Turbine natürlich brutal in die Tasche. Dabei hat Turbine bei ihrem Release von Naked Lunch einige Cover-Artworks eben im Angebot gehabt, einige klassische Cover-Artworks, aber das, wofür ich mich in dem Fall entschieden habe und eigentlich, sagen wir mal, entscheiden musste, das ist selbstverständlich hier das neu gezeichnete Artwork-Motiv. Das, und dazu kommen wir gleich, ist absolut großartig, hat allerdings wieder mal einen riesigen Mangel und etwas, dass ich weiß, dass öfter passiert bei Veröffentlichungen, dass auch beispielsweise bei einigen Artwork-Covers von Nameless der Fall war, zum Beispiel bei Hitcher der Highway Killer, dass ich persönlich aber trotzdem einfach absolut grausam finde. Und das hat keinen Filmtitel auf dem Spine. Ganz ehrlich, das einfach so leer im Regal stehen haben, da fehlt doch offensichtlich was. Natürlich schaut das durchgehende Artwork besser aus, so wie es da ist. Gut, es ist ja mehr oder weniger eine Art Copy-and-Paste-Artwork, muss man an der Stelle dazu sagen. Aber ganz ehrlich, niemand kann mir einreden, dass es bei einem Artwork, selbst bei einem aufklappbaren Panorama-Artwork, stört, wenn zwischendurch der Filmtitel steht. Aber ich finde, es ist sowas von offensichtlich, wie sehr es stört, wenn man eben den Panorama-Effekt wegnimmt und dran denkt, dass man den Release trotzdem zu 99% der Zeit hier als Streifen im Regal quasi sieht, dann stört das extrem,
wenn das der einzige Titel ist, der keinen Titel hat. Das ist, ich weiß, das ist eines quasi von meinen Pet Peeves, von meinen Monk-Momenten, aber ich hasse das. Ich hasse, hasse, hasse das. Und ja, ich weiß, ich bin in dem Fall jetzt nicht enttäuscht oder entsetzt von Turbine, dass sie das gemacht haben. Ich wusste das vorher. Ich habe es mir in dem Wissen trotzdem bestellt, weil ich einfach dieses Cover-Artwork so geil fand und keines der anderen Cover-Artworks eigentlich haben hätte wollen. Und es ist halt so, dass es trotzdem ein wirklich schönes Mediabook ist, das bei mir aber trotzdem niemals in der vorderen präsentablen Reihe stehen wird dürfen. Das ist halt ein zweite Reihe Mediabook und das ist sehr schade, weil es hätte sich eigentlich was anderes verdient. Das ist, finde ich, das optimale Vitrinen-Mediabook für diejenigen, die es wirklich so hinstellen wollen, dass sie dieses Artwork sehen. Dann ist es natürlich perfekt. Und dazu kommen wir jetzt einmal. Ich muss zugeben, dass ich, wie ich eben nur dieses Frontcover-Artwork gesehen habe, gar nicht auf die Idee gekommen wäre, ich kenne ja, wie gesagt, auch den Film noch nicht, dass das eben so ein durchgehendes Ding sein könnte. Ich bilde mir aber ein, dass es sowas Ähnliches vielleicht sogar schon einmal bei einem Vinyl-Soundtrack oder sowas zu dem Film gegeben hat. Das kann gut und durchaus möglich sein. Ich finde aber trotzdem die Idee absolut genial. Ich mag auch die Art, wie hier der Hintergrund gezeichnet ist, wie dann eben auch die Textelemente bis hin zum Hinweis auf den Regisseur hier in dieses Design inkludiert wurden, wie das Ganze hier scharf und wirklich extrem farbenfroh auf diesem Cover-Artwork durchgeht. Das ist schon wirklich etwas ganz Besonderes und etwas, das ich tatsächlich auch wirklich haben wollte, auch wenn es für mich halt ein wirklich riesenfettes Manko gibt. Was ich an der Stelle übrigens witzig finde, ist, dass wir bei dem deutschen Mediabook auch eine Visitenkarte von Dr. A. Benway bekommen, dass die aber deutlich abweicht von der Dr. A. Benway Visitenkarte, die es in England bei Arrow Video gibt. Grundsätzlich ist die Schriftart hier eine andere. Wir finden die Informationen ein bisschen anders präsentiert, vor allem eben die Nummern, aber interessanterweise hat die Arrow-Videokarte dann noch ein Zitat auf dem Backcover und die deutsche nicht. Das allerdings nur eben als quasi kleine Oddity. Kurzer Hinweis eben noch einmal auf diesen Sticker, der ursprünglich unten auf dem Frontcover-Artwork von dem Mediabook angebracht ist, mit den Hinweisen zu den Inhalten von dieser Edition. Jetzt werfen wir dann einmal einen Blick ins Innere und das gefällt mir, obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, dass es eigentlich wahrscheinlich eine Art Innendesign ist, die weniger nach meinem persönlichen Geschmack eigentlich gar nicht sein könnte, aber vielleicht gerade deswegen auch positiv wirkt, weil es eben etwas ganz Spezielles, ganz Individuelles ist, was ich eben in dieser Form auch eigentlich normal noch nicht gesehen habe. Da gibt es sogar einen Künstler, der früher Gemälde in diesem Stil gemacht hat, wie jetzt hier die Discs gemacht wurden. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Auf jeden Fall, auf der linken Seite die beiden Blu-rays mit dem Film, auf der rechten Seite einmal das Bonusmaterial und auf der anderen Seite eben die Doku über William S. Burroughs, dass wir dann eben hier noch ein durchgehendes Innenartwork haben. Gut, mit den Übergängen hat sich's Turbine in dem Fall recht leicht gemacht, mit dem einfärbigen beziehungsweise nur ganz leicht marmorierten, würde ich fast sagen, Hintergrund dazu. Mag ich aber ehrlich gesagt eben auch hier so quasi das von bis bei William S. Burroughs mit dem Tausendfüßler, der eben auch auf dem einen britischen Alternativcover unter dem Gesicht von Peter Weller mit drauf ist, dass wir dann hier noch weitere Elemente haben, dass aber eben dieses Innendesign grundsätzlich eben extrem einfach und zurückhaltend ist, dass allerdings eben das Frontcover von dem Booklet sehr schön optisch angepasst ist an das, was wir auf den Disc sehen, dass das eben zumindest eine absolute optische Einheit bildet. Wir können dann einmal, wenn man die Discs nämlich in dem Fall gerade in ihre Halterungen zurückgibt, dann finde ich,
kommt dieser Stil noch ganz besonders interessant rüber. Aber wir wechseln dann einmal zum Buch. Ja, das misst nämlich in diesem Fall 48 Seiten und wurde von keinem Geringeren als Christoph Kellerbach geschrieben, der sich natürlich auch mit dem Film Naked Lunch ausführlich beschäftigt hat. Es ist ja auch definitiv ein Film, der das verdient hat. Dabei finde ich zum Beispiel schon einmal absolut genial, dass wir das Ganze definitiv einmal in Schreibmaschinenschrift haben, obwohl ich witzigerweise den Film noch nicht gesehen habe, weiß ich sehr wohl, dass eine Schreibmaschine bzw. auch Kakerlaken ganz große Rollen in diesem Film spielen. Deswegen mag ich auch, dass wir hier oben diesen klassischen Metallstab, der eben das Papier bei der Schreibmaschine in Position halten soll, mit als durchgehendes Designelement haben, dass wir eben so quasi wirklich das Gefühl haben, dass uns Christoph im wahrsten Sinne des Wortes das Booklet jetzt dann hier live vor unseren Augen runtertippt. Das mehr oder weniger das große Gesicht von Peter Weller, wo dann auch im englischen Alternativ-Cover-Artwork dann dieser Tausendfüßler drunter kommt. Das ist ein wirklich toll gestaltetes, großartig gemachtes Booklet. Generell ein Mediabook, das ich persönlich optisch extrem ansprechend finde und bei dem sich Turbine ganz offensichtlich wirklich viel, viel Mühe gegeben hat. Zwar eben, wie gesagt, leider einer von diesen dünnen neuen Prototypen, aber man muss wirklich sagen, es wirkt trotzdem nicht ganz furchtbar. Also man sieht schon, dass es ein billigerer, dünnerer Mediabook-Prototyp ist und würde sich von Turbine ein bisschen was Besseres erwarten. Aber es ist jetzt kein quasi Schmarren-Mediabook, das einem beim Anschauen das sich beim Anschauen zerlegt. Das auch wieder nicht. Das Einzige, was mich bei dem Release wirklich ärgert, aber das weiß ich, dass ich das Turbine nicht vorhalten kann, sondern dass es mehr oder weniger meine persönliche Spine-Monkitis ist, das ist eben der Filmtitel auf dem Spine. Aber mit Ausnahme davon ist das ein wirklich cooler Mediabook-Release.